Wenn Gott uns erschaffen hat, Gott beherrscht das Universum und entsprechend Gottes Willen handeln wir. Das bedeutet, wir sind Puppen von Gott. Der andere Teil dieser Sache ist, dann brauchen wir kein Leiden haben. Warum sollten wir leiden, wenn er alles macht? Also er lässt die ganzen Menschen, die meisten Menschen leiden, oder? Ist das Gottes Wille? Es gibt so viele schlechte Dinge, die in dieser Welt passieren. Krieg, Menschen werden getötet, Mord, Raub, all das. Und sofort kommt doch die zweite Frage auf. Ist das Gottes Wille? Oder macht Gott all diese Dinge? Er regiert dieses ganze Leben? Er lässt die Menschen solche Sachen machen? Also da gibt es ein großes Fragezeichen. Ob er der Handelnde ist, ob er der Schöpfer ist, der Welt, der Herrscher. Was ist die Realität? Also, unser Herz kann das nicht akzeptieren, dass Gott so schlechte Dinge tut. Und noch eine andere Frage kommt auf. Zumindest frage ich Gott, wenn er der Handelnde ist und er kommt zu mir, ich mache alles, ich herrsche über die ganze Welt, dann werde ich ihn direkt fragen. Was war der Grund, mich zu erschaffen, mich auf diese Erde zu schicken? Für all dieses Leiden? Und aus welchem Vergnügen hast du all das gemacht? Und was sagt Gott? Alles ist in Ordnung, ich habe dich auf die Erde geschickt, du machst all diese Dinge, Gutes, Schlechtes, all das. Und am Ende von all dem, von all diesem Drama, bereinigst du all das, wirst alles los, Ärger, Lust, Gier, Stolz, all das, dann wirst du rein und dann kommst du wieder zu mir und triffst mich wieder. Also, all dieser ganze Kreislauf, frage ich dann, was war falsch daran im ursprünglichen Zustand? Warum wolltest du mich auf diese Erde bringen, dass ich hier geboren werde, all diesen Aufstand mache und dann alles wieder auflöse und zu dir komme? Warum? Wofür? War es zu deinem Vergnügen? Einfach nur so von dir aus? Deswegen bestrafst du all diese Menschen? Da sind so viele Fragen, die da aufkommen. Und da entstehen so viele Widersprüche. Also in der Tat, Gott ist kein Schöpfer, er ist nicht der Handelnde. Natürlich ist Gott da, aber er ist kein Handelnder. Du solltest also erkennen, in der Wirklichkeit, was da passiert. Wenn Gott alles macht, wenn er erschafft, wenn er zerstört, und Gott alles beherrscht, und er macht das all das, in dieser Welt, alles passiert entsprechend Gottes Willen. Niemand ist ein unabhängig Handelnder und kann nichts von selbst tun. Nur Gott lässt alle handeln. Dann gibt es so etwas nicht wie die Theorie von Karma. Also er macht, er erzeugt, er herrscht. Das bedeutet also, dann müsste er jedem das Gleiche geben. Keinerlei Unterscheidungen zwischen den Individuen. Aber wir können das sehen. Jedes Individuum hat dieses Problem, diese Frage. Warum gibt es all diese Unterscheidungen zwischen den Menschen, von Mensch zu Mensch? Manche sind sehr reich, manche sind arm. Jemand ist König, jemand ist Diener. Also, wenn Gott all diese Dinge tut, dann kommt wieder die Frage auf, warum unterscheidet er da? Warum ist jemand glücklich und jemand anders ist nicht glücklich? Das bedeutet, und auch wieder sagen die Leute, oh, das ist entsprechend seines eigenen Karmas. Ja, das sagen wir auch, es ist entsprechend des eigenen Karmas und nicht wegen Gott. Also diese zwei Dinge, die werden hier vermischt, dass Gott tut, und auch ich tue, ich handle,
oder mein Karma macht das. Das sind also zwei Arten von Handelnder sein gleichzeitig. Und das ist in sich widersprüchlich. Aber Prinzip bedeutet Prinzip. Sobald du ein Prinzip des Handelnder Seins etablierst, das bedeutet also, wer ist der Handelnde, dann kannst du das nicht mehr verändern. Manchmal sagst du, Gott ist der Handelnde, und manchmal sagst du, ich bin der Handelnde. Manchmal sagst du, oh, meine Sterne sind günstig oder stehen ungünstig. Du beschuldigst die Sterne und du beschuldigst auch die Menschen. Jemand verletzt dich. Jemand tut dir schlimme Dinge an und dann beschuldigst du diese Person. Das ist alles widersprüchlich. In Wirklichkeit hat Gott diese Welt überhaupt nicht erschaffen. Das sind einzig die sich bedingenden Umstände, ist die Natur.